Hallo, ich begrüße Sie auf meinem Kanal und hoffe, es geht Ihnen gut. Ein Kommentator schrieb vor kurzem: Erst Daumen hoch und dann weitersehen. Das finde ich ist eine sehr gesunde Einstellung. Gut, aber worum geht es heute? Heute geht es um die USA auf ihrem Weg zu einer Regionalmacht. Und um die Frage, was das Ganze mit einer Büroklammer zu tun hat. Ich komme auf dieses Thema, weil ich in letzter Zeit immer wieder auf Beiträge und Artikel stoße, auch in dem Wirtschaftsblog, für den ich selbst schreibe, bei Cashkurs.com. USA auf dem Weg zu einer Regionalmacht. Einer der letzten Artikel befasste sich mit diesem Thema. Im Zusammenhang mit der Seidenstraße, also die USA verlieren demnach den Anschluss an die weltwirtschaftlichen Entwicklungen aufgrund des Ausbaus der Seidenstraße. Ich finde das insofern interessant, als ich selber schon seit 2015 genau das auch immer wieder beschreibe. Ich bin schon seit inzwischen 4 Jahren der Ansicht, dass die USA auf dem Weg zu einer Regionalmacht sind. Das heißt, einen enormen Rückschritt hier abwickeln müssen, von der Weltmacht zur Regionalmacht zurück zu ihrem Inselstatus, denn letztlich ist die USA mit dem, was drüber ist, mit Kanada und mit dem, was drunter ist, mit Mittel- und Südamerika ja nichts anderes als eine Insel, umgeben von Ozeanen. Diese USA, Nordamerika, ist also wieder zurück oder ist zurück auf dem Weg zu einer Regionalmacht und nach meiner Meinung eben nicht nur, weil hier die Seidenstraße ausgebaut wird, die natürlich aus diesen Gründen von den USA versucht wird zu torpedieren, genauso wie die Gasversorgungsleitung aus Russland nach Europa über Deutschland versucht wird zu torpedieren, weil man hier irgendwo halt dann doch noch sein eigenes Fracking-Gas verkaufen möchte. Nein, die USA ist im Abstieg begriffen aus vielen Gründen. Ich habe dazu ja schon mehrere Videos gemacht, ob diese eigene Drogenepidemie ist, ob es der Verfall, der wirtschaftliche Verfall ist, ob es die inzwischen 50 Millionen Amerikaner sind, die auf Tafeln angewiesen sind, weil sie sonst nicht genügend zu essen hätten. Das alles spielt natürlich eine Rolle, aber die entscheidende Rolle spielt der technologische Rückfall. Und zwar gerade im Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Militär. Ich habe hier in Videos auch schon beschrieben, dass das US-amerikanische Militär nicht mehr führend ist und die US-Amerikaner militärisch längst nicht mehr dominierend sind. Die konnten natürlich in den letzten Jahren immer wieder über Drittmächte herfallen und die auch in Grund und Boden bombardieren. Aber in dem Moment, wo ein Staat, ein Land halbwegs ausgerüstet ist mit Militär, kommen die ganz schnell an der Grenze. Und zumindest die amerikanischen Militärs scheinen das auch zu wissen. Denn bisher gab es ja auch den schon öfter beschworenen Angriff auf den Iran noch nicht, weil der Iran nämlich militärisch nicht unterschätzt werden darf. Ich weiß, jetzt kommen schon, es werden ganz schnell wieder Kommentare kommen bezüglich der enormen Rüstungsausgaben, die die USA ja nun haben. Ich glaube, das sind inzwischen so 700 Milliarden. Und dann kommen natürlich immer diese Fragen, ja, wie kann das denn sein? Oder auch die ja quasi als Beweis gelieferten Einwendungen. Das gibt es ja nicht, dass die USA hier militärisch schwächer wären als die Russen, denn die USA geben ja 700 Milliarden pro Jahr für Rüstung aus, während die Russen dafür nur einen Bruchteil ausgeben. Ich möchte hier nicht das wiederholen, was ich schon in einem Video beschrieben habe. Ich empfehle all denen, die hier mit solchen Einwendungen kommen möchten, einen Blick in mein Video, das ich Anfang des Jahres gemacht habe, mit dem Titel, wir blenden das hier ein, US-Militär und seine Klodeckel werden unter Trump Klodeckel und Kaffeekannen billiger. Also da kann man dann so einigermaßen nachvollziehen, warum unter anderem diese 700 Milliarden letztlich kein Maßstab für die Schlagkraft dieser amerikanischen Armee sind.
Und was hier nun noch dazu kommt, ist, dass die zwar sehr viel wollen, die Amerikaner und das amerikanische Militär, aber zwischen wollen und können dann eben doch Welten liegen. Ich möchte hier nur zwei Beispiele nennen. Ich möchte die F-35 nennen, die ja permanent Probleme hat. Und ich möchte den Superzerstörer Sunvolt nennen, der ja angekündigt worden ist über Jahrzehnte als den Wahnsinnszerstörer, als den ersten Geisterzerstörer der Welt, weil man ihn in den Meeren trotz seiner Größe nicht sieht und was weiß ich alles. Man hat ja an die 40 solche Zerstörer geplant. Am Schluss ist es einer geworden. Die Kosten für diesen einen lagen schon bei 3,5 Milliarden Euro. Das Geld ist sonst wo versackt und versickert, sodass man es eben am Schluss bei einem oder ich glaube bei zwei belassen hat. Es ist so, dass das Ding 2016 dann in Dienst gestellt wurde und schon ein paar Monate später im Panama-Kanal stecken blieb wegen einem Motorschaden. Und man findet bis heute nichts darüber, ob das überhaupt fahrfähig ist, dieses Gerät oder nicht. Also allzu viel hat sich da auch nicht getan. Was man aber weiß, ist, dass es bisher nicht munitioniert ist. Sie haben bisher keine passende Munition für das Ding gefunden. Also, ist nur mal ein Beispiel, was sich dort tut in der Rüstung der USA. Woher kommt das nun? Warum waren die USA über Jahre Weltmacht und warum durchlaufen die plötzlich diesen Rückschritt? Und zwar neben dem, was wir jetzt hier an Seidenstraßenentwicklung und anderen Dingen haben. Das große Wunder, das große amerikanische Wunder nach dem Zweiten Weltkrieg, was also die Amerikaner in eine technische Führungsposition brachte, kam aus der Operation Overcast oder dann später auch genannt Operation Paperclip. Paperclip ist die Büroklammer. Overcast steht für Wolken verhangen oder bedeckt. Worum geht es dabei? Naja, man hat mit dieser Operation Paperclip, ich verwende dieses Wort, weil das eben der geläufigere, der meistens verwendete Begriff ist, man hat also mit dieser Operation Paperclip einfach einen Import von fähigen Leuten betrieben. Einen Import von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern. Und dieses Wissen, welches mit diesen Leuten importiert worden ist, ist natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar übrigens noch vor der Kapitulation Japans, ganz massiv betrieben worden mit deutschen Wissenschaftlern. Ich zitiere dazu mal was. Also, die Operation Overcast war ein militärisches Geheimprojekt der USA, um nach der Niederlage Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 deutsche Wissenschaftler und Techniker zu rekrutieren und sich deren militärtechnisches Können und Wissen zu sichern. Der Codename war eben die Operation Paperclip. Grundlage der Operation war ein geheimes Dokument der Joint Chiefs of Staff, datiert vom 6. Juli 1945, also kurz nach dem Ende des Krieges in Europa und noch vor der Niederlage Japans. Das amerikanische Militär hat nämlich beklagt, dass die technische Entwicklung weit zurückliegt, vor allen Dingen hinter der damals deutschen technischen Entwicklung. Es wird heute im Internet, wenn es da mal in Wikipedia schon so erklären hat, dass die Amerikaner nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Forschung da im Rüstungsbereich ziemlich eingestellt haben. Die Frage ist, haben sie es eingestellt oder waren sie eher dazu unfähig? Es spricht vieles dafür, dass einfach die fähigen Leute gefehlt haben. Also, man hat erkannt, was da in Deutschland, im vorherigen Nazi-Deutschland für ein Riesenpotenzial war und hat sich dann eben dieser Leute bedient. So heißt es, die deutsche Militärtechnik war den Alliierten, also nicht nur den Amerikanern, sondern Alliierten in vielen Bereichen um Jahre voraus, speziell bei Strahltriebwerken und deren Einsatz in Marschflugkörpern und Strahlflugzeugen, wie zum Beispiel in der V1, die Heinkel HE 178 oder Messerschmitt ME 262. Ich selber bin aus Regensburg, meine Geburtsstadt ist Regensburg.
Regensburg hatte ungeheures Glück im Zweiten Weltkrieg. Es wurde nicht bombardiert, es wurde von keiner einzigen Bombe getroffen, was zum Erhalt dieser ganzen Altstadtsubstanz führte und heute auch wunderbar alles renoviert worden ist und hergestellt worden ist. Mein Vater wiederum war nach dem Krieg bei Messerschmitt tätig. Und ja, es ging so das Gerücht rum, Regensburg ist nicht bombardiert worden, weil sie das Ding einfach übersehen haben. Aber viel mehr spricht dafür, dass man Sorge hatte, Messerschmitt zu treffen und man wollte schlicht und einfach das Material, die Technik aus Messerschmitt rausholen. Die Zahl der Wissenschaftler, die man da aus Deutschland abziehen wollte, war ursprünglich auf 450 beschränkt und man wollte auch keine Kriegsverbrecher dabei haben, aber da hat man dann später doch alle Augen zugedrückt, denn man war dann auch scharf auf Wernher von Braun. Und obwohl der in der NSDAP und in der SS war, hat das keine Rolle gespielt. Man hat ihn geholt in die USA, weil man einfach seine Fachkompetenz unbedingt haben wollte. Bei den 450 ist dann auch nicht geblieben, es sind viel, viel mehr geworden, weit über 1000, also sogar einige 1000, die dann auch Familiennachzug, Ehefrauennachzug, alles organisieren konnten. Auch die anderen Alliierten waren scharf auf die deutschen Techniker und Wissenschaftler, nur der Widerstand der englischen Bevölkerung war etwas zu groß und natürlich konnten die anderen Länder, die ja selbst teilweise zerstört waren, nicht so viel Annehmlichkeiten bieten, wie es damals die USA konnten. Es wurden nicht nur die Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler in die USA geholt, sondern auch die komplette nach dem Krieg übrig gebliebene Technik wurde verschifft, sofern sie in die Hände der amerikanischen Einheiten gefallen war. Das waren im Wesentlichen auch nicht gestartete V2-Raketen und teilweise fertiggestellte Raketenmotoren. In Texas, und zwar in Fort Bliss und in New Mexico in White Sands, sollten die Ingenieure an der Weiterentwicklung der amerikanischen Raketentechnik forschen. Zwischen April 1946 und Oktober 1951 wurden 66 V2-Raketen teilweise, testweise in White Sands gestartet. Ab 1951 wurden die Starts nach Cape Canaveral verlegt. Sämtliche deutschen Patente und Industriegeheimnisse wurden von 1945 bis 1947 von den USA beschlagnahmt. Da gibt es eine Analyse von John Gimbel dazu über Science, Technology and Reparations. Er selbst sagt, es handelt sich dabei um eine durchgreifende Beraubung des deutschen technischen Wissens. Nach Gimbel betrug der Wert fast 10 Milliarden, und zwar im Jahr 1945, 10 Milliarden US-Dollar. Kleiner Vergleich dazu, der viel gepriesene Marshallplan für alle europäischen Länder hatte 1948 einen Wert von 13 Milliarden. Und davon erhielt Deutschland 1,4 Milliarden und das ursprünglich auch noch als Darlehen. Also, das war ein Riesengeschäft für die Amerikaner. Der Einfluss deutscher Techniker übrigens und Ingenieure auf die Militärtechnik, und zwar beider Supermächte, dann der UdSSR und der USA, konnte dann auch im Koreakrieg wunderbar erkannt werden, denn ab 1950 standen sich mit der amerikanischen F-86 Sabre und der sowjetischen MiG-15 zwei Maschinen gegenüber, die das Tragflächenprofil der deutschen ME-262 verwendeten. Ich habe gerade gesagt, die Sachen sind dann verlegt worden nach Cape Canaveral und Cape Canaveral in Florida ist ja sehr bekannt wegen der Raumfahrtprogramme und der Raketenabschussrampen ins Weltall und von dort sind ja auch die bemannten Raumfahrtprogramme durchgeführt worden, einschließlich einer angeblichen Mondlandung eines bemannten Gerätes. Ja, also dieses gesamte technische Wunder, das in den USA stattgefunden hat, ist im Wesentlichen auf deutsches Wissen zurückzuführen.
Also nachdem hier auch Elektronenmikroskope, Kosmetik, Textilmaschinen, Tonbandgeräte, Insektizide, Schokoladenverpackungsmaschinen, Miststreuer, Schlittschuh, Schleifer, Papierserviettenmaschinen und andere Technologien beschlagnahmt wurden, sagte zum Beispiel Konrad Adenauer, dass alleine die Patente der IG Farben laut einem amerikanischen Sachverständigen der US-Chemieindustrie einen Vorsprung von wenigstens 10 Jahren geliefert haben. Der Schaden, so Konrad Adenauer damals, an der deutschen Wirtschaft war so hoch, dass er sich nicht beziffern lässt. Ja, darauf also beruhte dieser Vorsprung und dieser Weltmachtstatus der USA. Und diese Wissenschaftler natürlich sind inzwischen zum großen Teil schon gestorben oder zumindest nicht mehr aktiv. Und Verschiedenes deutet darauf hin, dass es die USA in dieser Zeit nicht geschafft haben, eine eigene, vergleichbar effektive Forschung aufzuziehen. Natürlich wissen die Amerikaner, dass der Import von fähigen Leuten enorme Vorteile bringt und haben dies danach weiter versucht. Nur es hat halt nicht mehr diese tollen Effekte gehabt wie vorher. Man hat es also versucht mit einem China, das am Boden lag. Man hat es dann Anfang bis Ende der 90er auch noch versucht mit einem Russland, das am Boden lag. Aber es gab halt einen Unterschied, einfach auch insofern, als dass die Wissenschaftler, die deutschen Wissenschaftler nach dem Zweiten Weltkrieg ja überhaupt keine Wahl hatten. Zum anderen, manche tatsächlich in den USA ja den großen Bruder und die tolle Demokratie gesehen haben und auch einen Sinn in ihrer Arbeit gesehen haben. Das, was später kam, ab den 90ern, das waren dann eher Wissenschaftler, die halt einfach sich mehr Geld versprochen haben, wo aber letztlich wohl doch dieser Wille und Forschungsdrang, so wie er vorher da war, gar nicht mehr da war, sondern man wollte einfach an dem ja zu dem Zeitpunkt schon ausgereifteren System in den USA partizipieren. Außerdem gibt es inzwischen sogar auch Rückkehrer, zum Teil sogar eine Rückkehrerwelle, auch aus diesen tollen amerikanischen Elite-Universitäten. Es gehen nicht alle zurück, es kehren nicht alle zurück, aber das ist auch nicht so schlimm, denn dadurch filtert sich das Ganze ein bisschen. Naja, es scheint jedenfalls so zu sein, dass wenn die USA nicht in der Lage sind, dieses Defizit durch Import von außen auszugleichen, dass sie dann einfach zurückfallen müssen. Und es ist eben auch heute für chinesische Wissenschaftler, für russische Wissenschaftler nicht unbedingt mehr so lukrativ, das Land zu wechseln, in die USA zu gehen. So viel haben die heute anscheinend nicht mehr zu bieten und ein Weltkrieg liegt auch nicht hinter uns, der solchen fähigen Leuten und Wissenschaftlern letztlich gar keine andere Möglichkeit lässt. Also neben all den vielen Punkten, die sonst sicher auch existieren und die eine Rolle spielen, wie eben Seidenstraße, ökonomische Entwicklung, ist der Rückschritt der USA zur Regionalmacht aus meiner Sicht unvermeidlich und zwar ganz massiv und stark aus den in diesem Video beschriebenen Gründen. Und dass sie nicht mehr die militärische Vormacht sind, das sieht man ja an einer ganzen Reihe von Geschehnissen der letzten Jahre, ob das nun Syrien ist oder ob das auch dieses ständige Gedrohe um Venezuela ist, wo natürlich die Chinesen schon massiv investiert haben, inzwischen auch chinesische Soldaten vor Ort sind, wo auch russische Militärberater vor Ort sind. Also auch dort überlegen sie es fünfmal, ob sie in irgendeiner Form militärisch intervenieren, was sie natürlich versuchen. Man sieht es ja auch an diesem Guaido, der hier von den USA als Regierungschef in Venezuela anerkannt ist. Man versucht eben nach diesem Motto der Farbrevolutionen, die in verschiedenen Ländern ja schon praktiziert worden sind, Unfrieden und Chaos im Land selbst herzustellen und dann aus diesem Chaos in irgendeiner Form zu profitieren. Mal schauen, ob es gelingt. Ja, so viel dazu. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
freue mich, wenn Sie diese Informationen teilen. Teilen Sie sie, wenn Sie Leute kennen, die solche Informationen brauchen können, mit Bekannten, Verwandten, Freunden und so weiter. Und natürlich auch, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Abonnieren Sie dann, wenn Sie ihn abonnieren, bitte mit Glocke. Denn nur wenn Sie mit Glocke abonnieren, ist gewährleistet, dass Sie informiert werden, sobald wir neue Videos einstellen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.